Willkommen zurück, liebe Tartarus-Besucher, bei einer neuen Episode von Persona 3 Reload. So, wir sind jetzt wieder im Tartarus und wurden von unserer Gruppe getrennt und sind eigentlich auf der Suche nach einer vermissten Person. Und jetzt müssen wir natürlich uns erstmal hier alleine um die Gegner kümmern. Hoffentlich schaffen wir das. Wir müssen die anderen finden, um hier dann gegen den Boss kämpfen zu können. Weil alleine schaffen wir das wohl nicht. Nice. Zum Glück sind die One-Shot. Bufu hilft hier nicht. Agi haben wir hier. Wird wieder geschaffelt. Eine neue Persona, Jack-O-Lantern. Geil, nehme ich. Zu viele Personas. Wen will ich da? Werte? Gehängter. Ach, den hatte ich neu bekommen, glaube ich, ja. Boah. Neue Personas nehme ich immer gerne mit. Hä? Wer ist das da oben? Ist das die vermisste Person? Das Mädchen? Gehst du? Umogi-Wasser zweimal. Nehme ich natürlich mit. So, wir legen mal einen Zahn zu. Ganz schön groß, diese Ebene hier. So, wir brauchen Garu, haben wir das? Haben wir, ja. Oh, eine große Arkane, hohe Priesterin. Ja, nehmen wir mit. Werden wir für den Bosskampf auf jeden Fall brauchen. Die Gegner jetzt hier sind so nicht so stark, das geht. Man hört ihre Stimme, aber wir wissen nicht, wo sie ist. Oder da kein Magaru. Könnten wir beide direkt killen. Könnte sie natürlich auch mit normalen Angriffen niederstrecken, weiß halt nicht, ob das reicht. Jack-O-Lantern, Level 16. Da geht's rauf, aber wir gucken nochmal in diese Ecke hinab. Ist da immer noch? Maragu. Magaru-Juwel. Also eine Windattacke. Dachte nicht, dass wir noch so viele Kämpfe vor dem Bosskampf haben. Wird wieder geschaffelt. Nehmen Geld. Gut. Und so weiter um. There's blood. Komme ich ihr etwa näher? Ah, da oben ist eine Kiste. Mabufu-Juwel. Ortuna!
Wir werden alle Gegner nach Möglichkeit quick killen. Die Gegner haben nicht genug HP, um das zu überleben. Daher geht das auch hier relativ fix, deswegen machen wir die Kämpfe auch. Gib mir eh nicht so viel EP, also das ist eigentlich nicht der Rede wert. Rein theoretisch kann ich auch durchrushen und die Gegner links liegen lassen. Selbst wenn die mich angreifen, überlebe ich das auf jeden Fall. Aber wenn es jetzt zum Beispiel eine große Arcana gibt, so wie eben, muss ich das hier einfach mal ausnutzen. Welche Person noch nicht wechseln? Bleib ich so an. Oh, reicht auch. Stark genug bin ich. So, hier wird wieder geschaffelt. Ich will ja nicht so viel Zeit damit verschwenden, irgendwie die Ebenen hier abzusuchen. Andererseits will ich auch nichts liegen lassen. Hier, wenn zum Beispiel noch eine Kiste hier irgendwo ist. Ja. Dass man die auch noch mitnimmt. Das sind Items. Brauchen wir eh. So, ich hoffe mal, wir treffen die anderen jetzt bald. Das ist jetzt hier ein never-ending Loop. Ach, da sind sie doch. Hey, here he is. Man, we were worried about you. Danke fürs Warten. Schön, dass es euch gut geht. I don't think we should enter Tartarus this way again. Oh yeah, did you hear a voice on your way here? Yeah, kinda like... Who's there? Are you... human? That's it? That's the voice? Wait, didn't that come from behind us? Are you Fuka Yamagishi? Yes! Wow! You're alive! That's awesome! Never fear, the heroes are here! Good to see you're okay. Come with us. Thank you so much! I... Keine Sorge, du bist jetzt in Sicherheit. Alles okay? Yes, I'll be fine. Sorry, I'm just so relieved. Looks like I made the right call then. I'll see if I can contact Mitsuru. What is this place? One second I was at school, and then... It's kind of a long story. We can explain after we get out of here. Mitsuru, can you hear me? No good. All I hear is static. Oh. Are you hurt anywhere? You've probably seen the monsters wandering around, right? So, there is something dangerous in here then. I've gotten by without them finding me so far. Wait, you've avoided them this entire time? How is that possible? It's hard to describe, but I can sort of tell where they are. What do you mean? Are you saying you're psychic or something? She has the same power as Mitsuru, actually. She might be even stronger. Mitsuru's persona is always more combat-focused to begin with. Persona? Hang on to this. Huh? Wait, is this a gun? Think of it as a lucky charm. It doesn't actually fire bullets. Okay. All right, let's get out of here. Oh, check out the moon. It's huge. I don't think I've ever seen it so bright. There's some research that indicates the shadows are affected by the phases of the moon. Although the same thing is true about humans. That would explain Yucatan's mood swings. Hey. Wasn't it a full moon the night we went to the monorail? Hmm?
It was. Is something wrong? Hey, did you see the moon on the night the dorm was attacked back in April? Es war Vollmond. Nein, es war Vollmond. Today is June 8th. The monorail incident happened on May 9th. And the assault in the dorm was on April 9th. They were all on a full moon. Mitsuru, are you there? Akiko, shut those arms. Hey, can you hear me? Mitsuru, come in. Be careful. Mitsuru? Mitsuru! What is that? It's much bigger than the others. And it's attacking someone. Damn it! What the hell's going on? I'm totally lost here. It's one of them. If my guess is right, they come every full moon. We've gotta hurry. Der nächste Boss-Schatten. Hey, wait for me! Mittlerweile können wir auch 1 und 1 zusammenzählen in diesem Spiel, dass bei Vollmond der nächste große Schatten auftaucht. Hat's auf Mitsuru wahrscheinlich abgesehen, um sie zu schwächen. Das würde die Kommunikation erklären. Alter, was? Es sind 2. So wie der kleine Junge gesagt hat. Yeah, I'm on it. Hey, if it's a fight you want, then you've got it! Akihiko, be careful. Normal attacks don't work on them. Na super. Hey! What the? Ach die, stimmt. Uka. No, what are you doing here? Moriyama-san? Hey! Come back! Please, get out of here! It's not safe! I had to tell you. I'm sorry. Hey! Look out! I have to protect her! Oh, die Cutscenes sind so geil gemacht. Oh, bitte mehr davon. Ja, sie hat eine Persona, wie wir schon wahrscheinlich vermutet haben. Und ja, wie gesagt, der Typ, den wir in der Gasse getroffen haben, der hat wahrscheinlich auch eine. A persona? I can see. I can see these monsters' weaknesses. Can it be? Just as I thought. Mitsuru, let her take your place. We'll handle these guys. Hey, let's go. Bossfight. Okay, sie kann die Schwächen erkennen. Bin ich ja mal gespannt. I'll begin searching for the monster's weaknesses. Please, give me some time. Okay, aber Frage ist, wie viel Zeit braucht sie? Okay, wir versuchen mal verschiedene Sachen. Volle Analyse, 35 SP braucht es. Wirkt 50 Eisschaden bei einem Gegner, geringe Chance auf Starre. Okay, wir versuchen mal das Juwel. Anstatt SP zu verschwenden, nehme ich lieber das. Okay, geblockt.
Wir versuchen Agi. Blocken halt einfach alles. Ah, wir haben die Schwäche von einem rausgefunden. Von ihm wissen wir es halt nicht. Verringert Angriff bei einem Gegner für 3 Runden. Nimm ihn, da der andere gerade gestunt ist. Dass wir nicht die volle Packung abkriegen. Danke, Frunter. Sion gar. Sturmhieb. Alter, mehrere Angriffe. Drücke im Analysemenü, um Fukas Skill volle Analyse einzusetzen. Der Einsatz leert ihre gesamte SP. Mit voller Analyse ermittelst du die Schwächen der Gegner. Setze sie gekonnt ein, um besser zu kämpfen. Hinweis: Volle Analyse kann erst eingesetzt werden, nachdem alle Gegner und Verbündete ihren Zug in der ersten Runde beendet haben. Was zum Bosskampf natürlich ein bisschen. Ja, okay. LB, volle Analyse. Es geht nur für einen Gegner. Okay, bei dem anderen wissen wir es ja schon. Dann nehmen wir ihn. I didn't know I had this kind of power. Your ability is just what we hope for. It's even more accurate than Mitsuru's. What's next? Oh, scheiße, Fankampf. Ich hoffe, ich habe eine Persona, die das hat. Ansonsten wird dieser Kampf gegen diese gegen diesen Schatten extrem schwer. Okay, der eine ist anfällig gegen Zio, das nutzen wir aus. So, jetzt habe ich mal eine Persona, die eine Attacke hat. In der Richtung. Scheiße, habe ich nicht. Das heißt, der blockt alles. Was nun? Ich glaube, wir brauchen auch erstmal Heilung. Habe ich irgendwas, das alle heilt? War das Patra? Nee. Frage ist, blockt der Qual ab? Ich versuch's mal. Hat er geblockt. Junpei wurde geschockt. Ach, ich hab doch Items. Den muss ich erstmal halten, bevor er drauf geht in der nächsten Runde. Paradigmenwechsel. Das hat ja aber einen Zug gekostet, ne? Geil, wir wissen es wieder nicht. Volle Analyse. Schlagattacken. Und Bufu. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Ich hab eine Persona mit Schlag, mit einer Attacke. So. Hast du doch irgendwo gesehen. Hier, die Faust. Ne? Schlag. Jetzt können wir nämlich dann eine All-Out-Attack machen. Zwar nur zu zweit. Aber auf jeden Fall macht das ein bisschen mehr Schaden durch die große Arcana. Moment, wir haben doch ein Item mit Bufu. Hier. Bewirkt 50 Eisschaden beim Gegner.
from hell. Ja, und er hat Schlag. Perfekt. Mittlerer Schlagschaden. Geringer Schlagschaden, mittlerer Schlagschaden. Dann können wir nochmal eine All-Out-Attack machen. Supergeil. Der eine ist fast schon down. Hier können wir normal angreifen sogar. Oder wir nehmen Persona. Und durch ein Item. Die sind fast down. Feuerwiderstand aufgehoben. Wir hatten gar keinen Feuerwiderstand. Alter, 92 Schaden. Die haben ihre Affinität nicht geändert. Mit ihm nochmal. Ufu. Das dürfte es sein. Ja. Wir haben den Kampf gewonnen. Oder kommt noch was? Beeilen die sich vielleicht? Nee. Gott. Geschafft. 3862 EP. Level 19 haben wir erreicht. Tarotkarte Herrscherin und Tarotkarte Herrscher. Lilim hat ein neues Level erreicht und Masio gelernt. Are there more of them? Don't worry, it's over. Fuka, you... Are you okay? Yeah. Oh, thank goodness. It's all right. She's just exhausted. Fuka... Fuka... I... Where did those two shadows come from? Somewhere outside of Tartarus. Just like with the dorm and the monorail. Outside, huh? What are we gonna do about Moriyama-san? She knows about the Dark Hour and the shadows. It doesn't matter. She's not like us, so she won't remember anything that happens in the Dark Hour. The good news is, she didn't fall victim to the shadows despite hearing their call. So I don't think she'll get drawn in again. She's safe now. But doesn't that mean she'll forget Yamagishi-san saved her life? That doesn't seem right. Actually, I get the feeling that things will work out. I'm sorry, Fuka. I'm so sorry. It looks like she's learned her lesson. I'm sorry! Es war nicht leicht, doch wir haben Fuka Yamagishi gerettet. Der geheimnisvolle Junge ist wieder aufgetaucht. Seine Warnung ist wohl nicht nur ein Traum. Aber ich bin viel zu erschöpft, um das jetzt zu durchdenken. Sobald ich zurück im Wohnheim bin, haue ich mich aufs Ohr. Guten Morgen. Yamagishi und Moriyama erholen sich gut. Sie werden bald aus dem Krankenhaus entlassen. Da bin ich aber froh. Was wird nun geschehen? Da bin ich aber froh. Das stimmt. Wir müssen Yamagishi ins Wohnheim einladen und erklären, was passiert ist. Wenn ich so an ihre Fähigkeit denke, wir könnten ihre Hilfe gut gebrauchen. Ja, vor allem können wir einfach mal die Schwäche eines Gegners rausfinden. Es kostet zwar einiges an SP, 35 ist nicht gerade wenig. Aber wenn man darüber nachdenkt, dass wir sofort die Schwäche rausfinden können, ohne eine Attacke auszuführen, beziehungsweise alle können in Deckung gehen oder danach das einsetzen, also ihre Fähigkeit und dann, ja, Analyse starten und bam. Blöd ist es halt nur, dass es pro Gegner passieren muss. Das heißt, ich denke mal, für starke Gegner macht es auf jeden Fall Sinn, für normale Random Encounter, so würde ich sagen, nein. Okay, wir haben wieder
einen neuen Tag und haben Zeit. Können wir Kenji Zeit verbringen, der hockt hier gerade. Hey, was geht? Ich breche bald auf. Und du? Möchte ich anscheinend Zeit mit mir verbringen. Ah, guck mal. Ich habe das Gefühl, dass wir uns dank der Magie-Persona näher kommen, Jack O'Lantern. Ich glaube nicht, dass unsere Bindung sich weiter vertiefen wird, auch wenn ich mehr Zeit mit Tomochika verbringe. Soll ich noch dazu? Lieber nicht. Oh, du hast schon was vor? Okay, bis dann. Ja, wenn es nicht viel bringt, dann come on. Aber hier, könnten wir vielleicht nochmal ein bisschen was rausholen. Ich glaube, dass unsere Bindung sich weiter vertieft, auch wenn ich nicht mehr Zeit mit ihm habe. Weiter vertieft. Nicht. Lieber nicht. Wie? Trainierst du heute nicht? Alter, willst du auf mein Niveau kommen? Bring mich lieber in Form. Wir könnten lernen gehen in der Bibliothek, damit wir endlich Wissen auf Stufe 3 kriegen. Ich glaube, das ist etwas, was ich machen möchte. Was mit ihr überhaupt? Können wir jetzt endlich einen Soulschling zu ihr aufbauen? Hallo? Hallo? Ich konnte dir Hallo sagen. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto nervöser werde ich. Hoffentlich kriege ich das irgendwann besser hin. Lass uns zusammen abhängen. Was? Das kommt so plötzlich. Darüber muss ich nachdenken. Entschuldigung. Wahrscheinlich brauche ich mehr Charme, glaube ich. Also beziehungsweise, ja, ich glaube, das nächste Level wahrscheinlich. Ich mal stark an. Hier war es mit dem Buchsymbol. Bibliothek. Ja. Ich habe lange in der Bibliothek gelernt. Ich fühle mich viel klüger, weil ich schwierige Aufgaben angegangen bin, ohne aufzugeben. Ding. Komm schon, Wissen, Level 3. Nein. Es wird schon dunkel. Sollte es am Ende kommen und zum Wohnheim zurückgehen. Ja, machen wir. Na, war schon recht ertragreich, dass wir den Boss ohne einen Tod überlebt haben. Ryuji Senpai und Sanada Senpai sind ins Krankenhaus, um Yamagishi-san zu besuchen. Hoffentlich geht es ihr besser. Okay, was können wir heute suchen? Dringend aushilfen, Chagall-Café. Ja, komm, machen wir. Ein bisschen arbeiten gehen und ein bisschen Charme und Mut leveln. Ein bisschen Kohle gibt's ja auch noch. Hey, so. Hey, ich hab nachgedacht. Meinst du, Kirio Senpai hat Yamagishi-san gerettet, weil es das Richtige war? Oder nur, weil sie eine Persona-Nutzerin ist und wir sie brauchen? Sie hatte gute Absichten. Ja. Ja, du hast recht. Naja, ich denke, dass es letztendlich an Yamagishi-san liegt, ob sie bei uns mitmacht oder nicht. Entschuldige, dass ich das aus heiterem Himmel anspreche. Ja, macht nichts. Sind wir schon bei der Kamakura-Zeit? Ich glaube nicht. Wir haben ja noch nicht die Nara-Ära erreicht. Okay, dann beeilen wir uns mal. Los geht es mit den Taika-Reformen. Die fanden im Jahre 645 statt. Mehr müsst ihr nicht wissen. Weiter im Text. Soll ich mir das mal aufschreiben? Weil die nächste Prüfung kommt garantiert ins Haus. 45. Ich schreibe es einfach mal random auf. So. Was? Warum ist der King? Ach, nichts zur Bedeutung. Später im Jahre 710 war da noch Heijo Kyo. Damit sind wir mit der Nara-Ära durch. Ich bin müde. Ein paar Minuten die Augen schließen. Ja. Das klingt nicht so spannend. Der Unterricht ist für heute vorbei. Yuki. Ah, die Bookworms. Geöffnet. Ja, auf jeden Fall gehen wir zu dem älteren Ehepaar.
Da können wir auf jeden Fall unseren Social Link hoffentlich auf die nächste Stufe bringen, weil wir sind erst bei Stufe 1. Oh, you came back. Welcome. What was your name again? Jetzt Bladebeard. Oh, no need to tell me, I was just joking. I'm not that senile. My wife and I were just talking about you. Tell me, do you like this kind of treat? Someone gave it to me, but I have more than enough. Go ahead and take it. Danke. Mir geht es gut, danke. Danke. Ah, don't worry about it. You don't have to thank me for something as small as this. You're so polite, I say. You're like his complete opposite. Would you like another to give to a friend? We have so many. My wife and I would take forever to finish them all. Das wäre schön. Right then. Here you go. For real this time. What was your name again? Goodness dear, it's him. Remember? My apologies. He's been terribly forgetful lately. Here you are. Melonpan. Melonenbrot wahrscheinlich. Pan ist Brot. He should be here helping customers. Sorry about that. Er sollte doch den Kunden helfen. Mir leid. Junge, kein Grund sich zu entschuldigen. Junge? Our spoiled son. He hasn't been back in a while. Honestly, where in the world did he go? Right, dear? Oh, my dear, he's... Wie bitte? Was redest du da? Wie bitte? Oh, that's right. Our son has already passed away. I'm sorry, young man. I apologize on behalf of my son for not being here to greet you. Das alte Ehepaar hat mir von seiner schmerzhaften Vergangenheit berichtet. Ich spüre, dass sie uns näher kommen. Oh Mann. Muss das so sad sein? Altes Paar. Aber wir haben den Social Link auf Level 2. Hey now. The two of you look like you just seen a ghost. It's dark outside. We don't need it to be dark in here too. Come visit us again, will you? We'll be waiting. Ich verabschiedete mich von dem alten Paar und ging zum Wohnheim zurück. Welcome back. Was geht? Kirio Senpai und Sanada-san besuchen beide heute Yamagishi. Wir sind deshalb nur auf Standby im Wohnheim. Sie wohl bald nach Hause kommt, Fugachan? Hey, listen. Sie hat noch nicht zugesagt, dass sie bei uns mitmacht, oder? Hoffentlich setzen sie die beiden nicht zu sehr unter Druck. Naja, wer weiß. Wir sind ja nicht dort, um es zu erfahren. Alles klar. Gut, aber wir sind jetzt schon bei 34 Minuten. Deswegen an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Persona 3 Reload. Und bald werden wir wieder in den Tat rausgehen, um weitere Ebenen zu erklimmen. Und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht, weil den Boss haben wir jetzt ja besiegt. Es dürfte also, wie auch vorher der Fall sein, dass sich eine neue Ebene dann für uns öffnet. Und dann können wir wahrscheinlich so, weiß ich nicht, bis Stufe 50 oder 60 hinaufklettern. Mal sehen. Auf jeden Fall bin ich schon mal gespannt, was noch auf uns zukommen wird und wen wir noch alles treffen werden. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Persona 3 Reload.